In diesem Video sprechen wir über den Einfluss, den Vitamin D auf deine Muskeln hat. Wenn man Vitamin D hört, denkt man meistens an Knochen, Kalzium oder an eine antientzündliche Wirkung. Wenn du zum Beispiel unter Osteoporose leidest, kann Vitamin D dir dabei helfen, das Frakturrisiko zu verringern. Genauso wie das Risiko zu stürzen, was wahrscheinlich etwas zu tun hat mit der Stärke der Muskulatur. Eines der ersten Symptome, das auf einen Vitamin-D-Mangel hinweist, sind Schmerzen und Verspannungen im unteren Rücken. Dazu gehören Knochenschmerzen und Schwierigkeiten, aus dem Sitzen wieder in den Stand zu kommen. Das heißt, Vitamin D hat unheimlich viel zu tun mit der Kontrolle der neuromuskulären Funktion. Jede kleine Muskelzelle hat auch einen Rezeptor für Vitamin D. Also schauen wir uns die Einflüsse auf die Muskulatur einmal näher an. Wenn dir das Video gefällt, denk daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben und gerne auch unseren Kanal zu abonnieren. Außerdem haben wir eine Playlist erstellt zum Nährstoff-ABC. Wir blenden dir hier oben links die Infokarte ein, wo du direkt zum Video kommst. Außerdem packen wir den Link unten in die Videobeschreibung, sodass du zum Video kommen kannst. Vitamin D kann helfen bei Muskelschwäche. Beim Sport bzw. Training, aber auch einfach nur solche Aktivitäten wie Treppe steigen oder von einem Stuhl aufstehen. Hier solltest du an Vitamin D denken. Vitamin D unterstützt auch die Stabilisierung deiner Körperhaltung. Falls du also Probleme bei der aufrechten Körperhaltung hast, könnte Vitamin D ein Thema für dich sein. Außerdem spielen die Muskelgruppen des Quadrizeps, des sogenannten Iliopsoas, des Hüftbeugemuskels und der Gesäßmuskulatur eine Rolle bei Vitamin D. Dies sind drei sehr wichtige Muskelgruppen mit einem gewaltigen Einfluss auf deine Körperfunktion. Probleme hier können sehr positiv auf eine ausreichende Zufuhr von Vitamin D reagieren. Auch deine körperliche Leistungsfähigkeit im Allgemeinen ist sehr stark abhängig von deiner Vitamin-D-Versorgung. Und wenn du dich immer erschöpft fühlst, könntest du auch an Vitamin D einmal denken. Dann ist auch nochmal wichtig die Kontraktionsfähigkeit des Muskels. Dies ist vor allem wichtig für Sportler, besonders im Bereich der schnellen Muskelkontraktion, wie zum Beispiel bei einem Sprinter. Du siehst, dass Vitamin D äußerst wichtig ist für eine gesunde Muskelfunktion und dass bei einem Mangel so einige Beschwerden möglich sind. Falls dir dieses Video von uns gefallen hat, dann gib uns doch gerne einen Daumen hoch und vergiss nicht, uns zu abonnieren, falls du dies noch nicht getan hast. Falls du wissen möchtest, ob du unter einem Vitamin D-Mangel leidest, dann können wir dir auch nochmal einen Vitamin D-Test empfehlen. Wir packen dir den Link unten hier in die Videobeschreibung. Der Vorteil bei diesem Test ist, dass er ganz einfach von zu Hause durchzuführen ist und du hast keine Wartezeit beim Arzt. Danke für deine Unterstützung und wir sehen uns wieder im nächsten Video.